Diese Themen sind für ambitionierte Frauen, die endlich glücklich werden wollen, in der Liebe und in allen anderen Lebensbereichen. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin Expertin für Liebe, Gründerin der Life Love Glücksakademie und deine Gastgeberin hier. Du erhältst exklusive Einblicke, wie ich es geschafft habe, meine eigene Ehe zu retten und mein ganzes Leben zu drehen, von zutiefst betrübt zu superglücklich. Zusammen werden wir uns intensiv mit den Geheimnissen für wahre Liebe befassen und viele mehr. Also lass uns eintauchen in die Welt der tiefen Verbindung und Leidenschaft, nach der wir uns alle sehnen. Ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge, in der es darum geht, dass es beim nächsten Partner ganz, ganz anders werden wird. Du hast genug, du hast die Schnauze voll von dieser Partnerschaft, es ist alles so, so, so schlimm und es nervt dich nur noch, es regt dich nur noch auf. Du hast keinen Mann daheim, sondern eine Heulsuse oder jemand, der gar nicht da ist oder jemand, der dich immer nur anstreitet oder jemand, der immer beleidigt ist oder irgendwie halt kindisch reagiert vielleicht. Oder sich ständig nach anderen Frauen umschaut. Egal was, es reicht dir. Du sagst dir, von diesem Mann, ich liebe ihn gar nicht mehr. Die Liebe ist gestorben. Von diesem Mann trenne ich mich jetzt und beim nächsten wird alles anders. Und ich sag dir, leider nein, so läuft das Spiel leider nicht. Leider läuft es nicht so. Tatsächlich ist es so, dass es sich so lange wiederholt, bis du das gelernt, in Anführungsstrichen, hast, was du lernen darfst. Und jetzt sagst du, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dann würde ich dich darum bitten, falls du schon ein paar Beziehungen hattest und nicht nur diese eine, in der du gerade steckst, schau dir die Beziehungen an. Wiederholt sich das Muster immer wieder? Kann es sein, dass sich also einzelne Konstrukte immer wieder wiederholen, dass du sagst, der erste hat mich verlassen, der ist fremdgegangen, der zweite, der hat immer und das und blablabla und der dritte und vierte, oh, 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 es wiederholt sich immer wieder. Und der Punkt ist, es wiederholt sich so lange, bis du einen Stopp gesetzt hast. Ja, was sollst du jetzt machen, willst du von mir wissen? Und ich sag's dir ganz, ganz ehrlich, ich erzähle immer wieder von unserem Rucksack. Wir alle haben einen Rucksack dabei. Der Rucksack ist entweder ganz, ganz leicht, weil du super glücklich bist, du hast alles aufgelöst, was du auflösen kannst an Verwundungen und Verletzungen von früher. Oder eben er ist sehr, sehr schwer und er blockiert deine ganzen Lebensbereiche. Also du hast vielleicht in der Liebe nicht so viel Glück, vielleicht im Beruf nicht so viel, vielleicht in der Freizeitplanung, vielleicht bei Freundschaften, vielleicht bei deiner Herkunftsfamilie. Diese ganzen Bereiche, Gesundheit gibt es auch noch. Also es gibt ja ganz, ganz viele Lebensbereiche. Und wenn es da bei einem und wahrscheinlich mehreren Lebensbereichen gleichzeitig hakt, dann hast du in deinem Rucksack leider sehr, sehr viele Steine mit dabei. Und zwar schwere Steine. Was sind diese Steine? Warum spreche ich immer von Steinen? Ja, weil es so einfach erklärt ist. Also, ein Stein, weißt du, der ist schwer, der beschwert dich in deinem Leben und der blockiert, ja, dein Glücklichsein. Warum? Weil so ein Stein steht für mich, deswegen erkläre ich das immer so, für eine Verletzung in der Kindheit oder in der Jugendzeit, ist total egal, oder auch als Erwachsener, aber meistens ist es in der Kindheit. So, in der Kindheit wurdest du wegen irgendetwas verletzt, zum Beispiel, dein Vater hat deine Mutter immer blöd angeredet und vielleicht hat er noch getrunken und vielleicht hat er sie auch noch berührt, also geschlagen oder sonst irgendwas. Das hat dich verletzt, das hat dich verwundbar gemacht, das hat dich verletzt, ganz einfach, das ist das richtige Wort. Und es hat dich verärgert, du hast Angst bekommen, du bist traurig geworden, weil du warst in der Ohnmacht, in der Scham, in der Schuld. Also diese ganzen unangenehmen Gefühle wurden da ausgelöst, ja. Und meistens können wir uns gar nicht mehr an das allererste Mal erinnern, wo das passiert ist. Aber da hat dieser rote Faden, der sich durch dein Leben zieht, begonnen. Ich sage immer, das ist die erste Masche des roten Fadens. So, jetzt hast du diesen roten Faden immer noch mit vielen, vielen Maschen, weil es ist dir in den letzten 20, 30, 50, 80 Jahren tausendmal passiert. Und jetzt hast du diese Partnerschaft, wo schon wieder so ein ähnliches Problem ist. Du hast die Nase voll davon, aber du kannst es nicht auflösen. Immer wieder passiert es.
Und dein Partner war am Anfang, als ihr zusammengekommen seid, war das ein Traumpartner. Das war wie der König und du die Königin, wie der Prinz und du die Prinzessin, wie der Ritter und du die Maid. Es war Liebe pur, Liebe auf den ersten Blick vielleicht. Ihr habt euch so gut verstanden. Ihr wart ein Herz und eine Seele. Es war oh, Leidenschaft, Nähe, Geborgenheit, Sicherheit. Und das ist alles irgendwie weggebrochen. Warum? Weil deine Steine, die du dabei hast in deinem Rucksack, jetzt wieder aufgewacht sind. Die hast du jahrelang mitgeschleppt, du hast sie getragen und die werden immer schwerer und immer schwerer. Bis dein Partner, und leider ist es meistens der Partner, warum? Weil der dir am nächsten ist, weil der in dich hineinkriecht, weil ihr euch so nahe seid. Der kann dich am meisten treffen. Und genau deshalb passiert es mit diesem Partner. Es hat gar nichts mit der Liebe zu tun. Die Liebe ist immer noch da. Die ist bloß ein bisschen zur Seite geschoben, weil jetzt ist dran, die Blockaden von früher, die Verwundungen von früher auflösen. Und das geht halt meistens nur mit dem Partner. Also das heißt, wenn du diesen Mann jetzt austauscht, kannst du machen. Und du verliebst dich neu und es ist wunderbar und die Schmetterlinge kommen und es wird ein Traum, eine Traumbeziehung, wie ein Märchen. Nach ein paar Jahren stehst du genau an dem gleichen Punkt wie hier und du verstehst nicht, wie das schon wieder so kommen konnte. Und der Partner kann gar nichts dafür. Du kannst auch gar nichts dafür. Es ist tatsächlich nur so, dass die Steine wirken, und zwar seine und deine. Die treffen sich dann. Dann gibt es diese Knalls und dann gibt es diese Silvesterraketen, dann gibt es diese Streitereien, diese Blockaden, diese boah, Verletzungen in der Partnerschaft und so weiter. Warum? Weil wir nicht wissen, wie wir das auflösen können. Aber ich weiß es, weil ich habe es selber durchgemacht. Es war Horror. Ich hatte eine Horrorpartnerschaft. Es war nur noch Scheiße, echt ganz ehrlich. Ich wollte mich schon trennen. Und dann habe ich irgendwie so ein komisches Bauchgefühl gehabt. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas. Es ist ein ganz, ganz lieber, toller Mann. Es ist mein Traummann. Warum ist es jetzt so anders? Ich verstehe es nicht. Aber es stimmt nicht. Ich muss mich nicht trennen. Und ich habe angefangen zu suchen und zu suchen und zu suchen nach Lösungen. Und ich habe sie gefunden, Gott sei Dank. Inzwischen sind wir 31 Jahre zusammen. Glücklicher denn je, weil ich habe mich Gott sei Dank nicht getrennt. Ich habe es durchgezogen, ja. Und wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich mich auch getrennt. Aber es hat geklappt. Und ich habe wirklich so viel ausprobiert. Ich habe gelesen, was mir in die Finger kam. Ich habe gelesen im Internet, was mir in die Finger kam. Ich habe Menschen getroffen, habe sie ausgesaugt. Also ich habe alles, was die erzählt haben, eingesaugt, besser gesagt. Ich habe sie nicht ausgesaugt, um Gottes Willen. Ich habe alles aufgesaugt wie ein Schwamm und ich habe alles, was mir vor die Linse kam, ausprobiert. Alles. Jahre. Und wie gesagt, im Endeffekt habe ich die Lösungen gefunden, die perfekt sind, die schnell gehen, die turbomäßig gehen. Ich habe Geheimnisse herausgefunden, die niemand weiß, von unseren Eltern, von unseren Freunden, das weiß niemand. Ich weiß nicht warum, weil es gibt echt so viel inzwischen. Ich schreibe zum Beispiel gerade mein viertes Buch über diese Geheimnisse. Also das kommt bald raus, also freu dich drauf, da steht ja wirklich alles drinnen. Und ich habe alles gedreht. Ich habe die ganze Beziehung gedreht von total unglücklich und fix und fertig zu Traumbeziehung, so wie sie am Anfang war. Nur noch schöner, noch tiefer. Und das wollen wir. Wir wollen tiefe Liebe, wir wollen tiefe Leidenschaft, wir wollen das alles. Wir wissen nur nicht, wie wir da hinkommen. Ich weiß es inzwischen. Und ich mache das inzwischen seit 16 Jahren beruflich. Es ist so schön, die Frauen dabei zu begleiten, wo sie eben vorher fix und fertig sind und traurig und kaputt und verzweifelt. Und nach, ich meine, ein Programm dauert 8 Wochen zum Beispiel, nach und nach richten sie sich auf und beginnen wieder zu strahlen von innen heraus. Und das merkt der Mann auch. Und der Mann beginnt auch zu strahlen, obwohl bei ihm noch gar nichts aufgelöst wurde. Und dann gibt es diesen Effekt, dass der Mann nachzieht. Also du löst alles bei dir auf, du musst dich nicht von diesem Mann trennen, außer natürlich erst gewalttätig. Das geht natürlich gar nicht. Aber du kannst die Beziehung wieder verändern, wenn du Lust drauf hast. Du kannst natürlich auch beim nächsten Mal machen. Dann hast du noch ein paar
Jahre, wo du wieder Krieg hast die ganze Zeit, bis du die Nase voll hast. Du kannst es jetzt schon machen. Hör doch auf, diese Umwege zu gehen. Ich bin so viele Umwege gegangen. Es war so langwierig und schwierig und schwer. Und das will ich nicht. Also, das wollte ich eigentlich gar nicht. Also, wenn es damals schon so ein Coaching gegeben hätte, so turbomäßig, schnell, klar, liebevoll, dann hätte ich das gemacht. Und du hast die Chance, dass du das machst. Also, der Punkt ist, wenn du sagst, oh, das trifft genau mich, das, die erzählt meine Geschichte, ich habe das Gefühl, so ist es bei mir auch. Und eigentlich will ich mich gar nicht trennen, sondern ich will es probieren. Weil trennen kannst du dich nach diesen 8 Wochen immer noch, wenn du unbedingt möchtest. Aber probier diese 8 Wochen aus, ja? Und komm ins True Self Programm. Schreib mir, wenn du mit mir noch ein bisschen reden möchtest, ob das auch das Richtige für dich ist. Wenn du noch Fragen hast, mach dir einen Telefontermin. Auf der Website siehst du hier Telefontermin vereinbaren. Fang einfach an, denn in 8 Wochen, was sind 8 Wochen? Das sind 2 Monate. Schaut das Ganze plötzlich ganz anders aus und du verstehst die Welt nicht mehr, warum du das nicht schon lange gemacht hast. Du hast dich jahrelang gequält und das musst du nicht mehr. Hör auf zu leiden und beginne wieder zu blühen. Ich freue mich auf dich.